Ja, hallo, ich bin der Kai, Selassie Kai, und ich möchte jetzt mal beginnen mit einem schönen Song über die Firma, die das hier möglich macht, Hanfzeit. Auf dem Plakat da oben seht ihr Hanfzeit 1997. Das bedeutet ja, dass dieses Jahr das 20-jährige Jubiläum dieser Firma ist. Also 20 Jahre braucht so eine Familie, so eine Firma, um zu wachsen, damit es dieses Potenzial hat. Und Sachen sind nicht von heute auf morgen einfach erreichbar. Sie müssen geträumt werden, Ziele müssen entwickelt werden und dann muss angepackt werden. Und diese Familie, die gibt alles, dass das hier steht. Die versuchen, alles möglich zu machen, allen Menschen zu helfen, die Hilfe brauchen. Und das ist selbstlos. Und Selbstlosigkeit hat, finde ich, einen viel höheren Stellenwert, als irgendwie für sich etwas zu machen. Deswegen fühle ich einfach mit dieser Familie, mit dieser Firma und fühle mich auch als Teil dieser Familie. Es ist einfach super sympathisch, es macht Sinn, für andere da zu sein und anderen zu helfen. Und danke, dass es Hanfzeit gibt, danke, dass es Bianca und Stefan gibt, dass ihr dieses hier möglich macht. Und wenn man diese Pflanzen hier erntet, wenn man dabei ist, wenn man diesen Geruch mitbekommt, wenn man einfach diese Erde spürt, dieses Natürliche spürt, bei der Ernte, bei der Verarbeitung dieser tollen Pflanze, wenn man diese Pflanzen zum Trocknen aufhängt, dann kriegt man einfach ein Gefühl, dass man ein Kind dieser Welt ist. Und deswegen, ich finde, ein Blumenkind zu sein, ist überhaupt nichts Schlimmes, weil schaut euch diese tollen Blumen an. Die produzieren Cannabinoide. Und wir produzieren auch Cannabinoide. Wir sind also theoretisch Gras. Also wir sind Blumenkinder. Ja. Nehmt Hanfsamen, füttert mit diesen Hanfsamen Vögel, lauft durch die Lande, über jeden Kreisverkehr, füttert Vögel und so werden wir alle Blumenkinder. Und lasst uns einen Teil dazu beitragen, dass diese Welt bunter wird. Wenn man wie jetzt zum Beispiel kleine Tropfen abbekommt, wenn man irgendwelche Momente hat, wie zum Beispiel, wenn da ein Wasserwerfer steht, der etwas größere Tropfen macht, dann ist es das Beste, einfach nur zu zeigen, dass das Leben Spaß macht. Weil dann sehen die anderen auf der anderen Seite, was sie versäumen. Deswegen finde ich, ein sehr politischer Ausdruck ist zu tanzen. Liebe zu zeigen und zu tanzen. Weil so kann keiner einem sagen, man sei irgendwie anders, als man selber wirklich das repräsentieren will, sondern Tanzen ist ein Ausdruck für Lebensfreude, da kann man nicht sagen, der ist extrem. Ne? Tanzen ist einfach nur ein, ne? es ist Teil des Lebens. Deswegen, Leute, lasst uns tanzen. Wir sagen, wir können uns das nicht leisten. Und der Richter sagt dann, baut es an. Und ein Richter steht jetzt hier. Wir haben den Jugendrichter Andreas Müller gewinnen können. Jemand, der nicht so wie ich hier steht, im totalen Klischee, sondern der wirklich Ahnung von der Materie hat. Der härteste Jugendrichter Deutschlands. Den haben wir jetzt heute hier für euch. Und der erzählt euch jetzt mal, was er erlebt hat und die Prohibition aus seiner Sicht. Andreas Müller, ein Riesenapplaus!